Also willkommen zu der Spin-Off-Session zum Thema heilsame Exzellenz und Kundenfokus durch BI, beziehungsweise, wenn Sie sehen, ich habe es umgestellt, ich habe das Ganze Spendenfokus, Spenderfokus genannt, weil bei uns geht es auch um Kunden, aber eigentlich sind es Spender, über die wir heute reden. Aber Sie werden viele Parallelen auch sehen zu dem, was Sie machen. Kurz zu mir, ich arbeite im Marketing Kommunikation der Heilsarmee Schweiz, ganz genau im Fundraising, also der Spendenkommunikation, und wir sind sozusagen im Beschaffungsmarketing unterwegs, wenn wir es übertragen. Das heißt, wir sind dafür zuständig, dass wir Privatpersonen, Stiftungen und Firmen überzeugen davon, dass die Heilsarmee eine gute Arbeit macht und man uns finanziell unterstützt. Genau, ich bin auch verantwortlich für BI in unserem Bereich und ja, das ist vielleicht jetzt nicht die erste Assoziation, die man mit der Heilsarmee hat, Business Intelligence, sondern eher, ich habe jetzt extra jüngere Personen genommen, aber vielleicht auch eher ältere Personen in Uniform, die Weihnachtslieder singend und Spenden sammelnd in der Einkaufspassage stehen in der Weihnachtszeit. Das ist das, wo wir am meisten sichtbar sind, wofür wir bekannt sind, auch für die Brockies, aber die Heilsarmee ist ganz viel mehr. Und so unser Grundzweck, unsere Daseinsberechtigung ist, dass wir für Menschen da sind, die auf irgendeine Art und Weise den Boden unter den Füßen verloren haben. Genau, und ihnen zu helfen, egal ob sie eine materielle Not haben, eine seelische Not oder eine spirituelle Not, die Heilsarmee deckt alles ab und das ist der Kern unserer Arbeit. Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht. Passend zum Thema. Sie sehen hier, die Heilsarmee ist im Grunde unterteilt in zwei Bereiche, die wir immer wieder probieren zusammenzubringen. Die Heilsarmee ist eine Kirche, also wir haben Heilsarmee-Gemeinden in der Schweiz, 56 Stück. Das Spezielle ist, dass überall oder fast überall auch jedes Mal ein sozialer Dienst angehängt ist, also ein Wohnheim, Beratungsstellen, Übernachtungsmöglichkeiten. Und dann haben wir 36 soziale Einrichtungen. Und das geht dann von Wohnheimen eben über Beratungsstellen, die wir in dem Bereich haben. Arbeitsintegration im Kanton Bern sind wir sogar in der Flüchtlingshilfe tätig. Und die Brockenstuben, die wir haben, also es ist relativ breit. Wir haben 2000 Angestellte, also wir sind irgendwo ein mittelständisches Unternehmen, haben 4000 Mitglieder, das ist jetzt die Kirchenseite, also Leute, die sich zur Heilsarmee als Kirche auch dazu zählen. Das sind dann die, die auch in der Uniform sichtbar sind draußen. Genau, um es ganz kurz runterzubrechen, was machen wir im sozialen Bereich? Das sind diese Zahlen hier ganz hilfreich für uns. Wir haben über 800.000 Mahlzeiten, die wir verteilen im Jahr, 400.000 Übernachtungen, die wir ermöglichen und 20.000 Beratungsgespräche. Das ist so die Größenordnung von dem, was wir machen. Und das braucht natürlich dann auch Finanzierung. Das heißt, wir haben verschiedene Leistungsaufträge mit Bund und mit Kanton, aber wir haben auch ungefähr ein Viertel von den Geldern, die über Fundraising reinkommen und somit die Arbeit überhaupt ermöglichen. Wir haben vor circa 15 bis 20 Jahren haben wir das Fundraising zentralisiert. Früher ist das wirklich diese Topfkollekte gewesen, die wir gemacht haben. Und man ist von Haustür zu Haustür gegangen und hat nach Geld gefragt. Door-to-door Fundraising ist wieder im Kommen heute. Wir haben es damals schon gemacht und irgendwann gesagt, okay, wir müssen unsere Außenstellen entlasten und zentralisieren das Ganze. Haben auch angefangen mit Direct Marketing und bespielen bis heute die ganze Schweiz eigentlich mit Mailings, mit Promo-Post versenden und anderen Aktionen. Das heißt, wir sind auch sehr viel Daten am Sammeln in dem Bereich und wir haben da unseren Datenberg oder für manche vielleicht ein Datenbergchen von Ihnen bei den Mengen, die Sie sammeln. Aber doch ein Datenberg, von dem wir wissen, dass er da ist, aber dass wir zu wenig damit machen. Also natürlich haben wir im Direct Marketing bisher unsere A-B-Testings gemacht, gewisse Analysen gefahren, aber nie eigentlich was Umfassendes gehabt, ein umfassendes System. Und haben dann auch für uns sagen müssen, wir sind momentan in einem Verdrängungsmarkt unterwegs. Wir haben nicht nur 5 Mitbewerber, mit denen wir uns messen, sondern wir haben teilweise über 1000 Mitbewerber von großen Organisationen, wie World Vision, wie die Caritas bis hin zu dem lokalen Fußballverein, der auch irgendwo Gelder sammeln muss. Also was ist eines unserer Assets? Das sind unsere Daten, die wir haben, die wollen wir besser nutzen in der Zukunft. Das war der Entscheid von vor 2 Jahren und deswegen haben wir BI bei uns eingeführt als systematischer Lösungsansatz.
für uns im Fundraising, wir sind bottom-up unterwegs. Wir hoffen, dass die restliche Organisation das auch nutzen kann, langfristig, was wir gemacht haben. Genau, we will see. Was haben wir also gemacht? Wir haben uns hingesetzt und haben für uns ein paar wichtige Milestones definiert. Und da kommt jetzt auch IT-Logics ins Spiel. IT-Logics haben wir über Vitamin B gekannt und gemerkt, das wäre ein sehr guter Partner für uns auf diesem Weg und haben sie eigentlich von Anfang an mit reingeholt an Bord. Und haben drei Projekte, die ich heute auch ein bisschen vorstellen möchte. Das eine ist, dass wir angefangen haben mit einer Strategie. Wir haben gesagt, wenn wir schon bei Null anfangen, dann richtig. Dann wollen wir das nutzen und es systematisch aufbauen. Wir sind als nächstes dann herangegangen und haben uns das passende BI-Tool gesucht für unsere Analysen, unsere Auswertung, um alle Daten wirklich an einem Ort zu haben. Und dann kommt ein größeres Projekt, die Spenderprofilierung. Das wird auch heute der größere Teil sein. Also die Strategie und die BI, das BI-Tool, das ist so ein bisschen die Vorspeise. Und die Hauptspeise bei dem Vortrag sind dann die Spendenprofile. Und da gibt es dann auch eine spannende Weiterführung am Nachmittag, glaube ich, bei Sotiris Dimopoulos. Welche ist es? D3, genau, werde ich später noch darauf zurückkommen. Wir haben uns dann entschieden oder mussten uns entscheiden, wie wir den Bereich aufbauen wollen, ob wir jetzt einen externen Spezialisten mit an Bord holen, also externen Spezialisten im Sinne von einem IT-Crack, der sich schon auskennt in der Materie, dem wir aber noch das Fundraising beibringen müssen, oder ob wir einen Marketer nehmen und so weitergehen. Und wir haben uns dann letztendlich entschieden, ich komme aus dem Direct-Marketing und habe diesen Hut übernommen, weil es mich sehr interessiert hat, ich zahlenaffin bin und haben probiert, das so aufzubauen in Kombination mit IT-Logics. So, also wir kommen zur Strategie. Wie gesagt, die war uns wichtig von Anfang an aufzubauen. Ich habe Ihnen einfach ein paar wichtige Slides hier draufgeschmissen. Mir ist bewusst, ich kann nicht überall ins Detail gehen. Es gab letztes Jahr einen ganz guten Vortrag von Bernd Meister hier am MakeBI. Der ist, glaube ich, noch online zu sehen auf YouTube. Den kann ich wärmstens empfehlen. Bernd hat uns auch begleitet in diesem Prozess. Mir ist einfach wichtig, aufzuzeigen, was war unser Ziel mit der Strategie. Also das ist hier das Konzept von IT-Logics, wo man sieht, okay, die Strategie als grundlegendes Element in diesem ganzen Zusammenspiel von BI, aber man sieht auch Prozesse, die Organisation, die Architektur von Datenspeicherung, Aufbereitung bis Delivery and Publication. Ich gehe nicht weiter rein, uns war es einfach wichtig zu sehen, es ist ein Gesamtkonzept und auf das wollen wir aufbauen, weil wir eben bei null gestartet sind, von Anfang an zu sagen, okay, wir wollen für uns einen klaren Rahmen haben, den wir uns abstecken, damit wir am Schluss, am Ende des Tages dann auch bestimmen können, was gehört zu BI, was gehört nicht zu BI, was sind die nächsten Teilprojekte. Wir sind folgendermaßen vorgegangen, dass wir zuerst gewisse Sachen definiert haben, Grundbegriffe, also was verstehen wir unter BI, was verstehen wir unter einem Data Warehouse, unter BI Services, Predictive Analytics, unter Big Data, was uns sehr geholfen hat im Formen. Dann haben wir die Vision entwickelt, also wo wollen wir hin, was ist so das Zukunftsbild, wo wollen wir in den nächsten Jahren sein. Wir haben eine Mission entwickelt, also was ist der Kern von BI, den werde ich Ihnen jetzt einfach mal vorlesen. Es ist vielleicht ein bisschen trocken für uns, aber trotzdem wichtig. BI befriedigt die zentralen Informationsbedürfnisse des Fundraisings durch Datenspeicherung, BI-Applikationen und Dienstleistungen. Es werden Daten aus verschiedenen Quellen zusammengeführt und BI-Services bereitgestellt. Alle Nutzer haben einen definierten Zugang zu zuverlässigen, zeitgerechten, steuerungsrelevanten Informationen entlang der Prozesskette. So werden die Nutzer befähigt, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Geschäft zu lenken. Genau, ganz wichtig hierin ist, dass natürlich BI nicht alleine unterwegs ist oder wir mit diesem Thema alleine unterwegs sind, sondern dass es in die Organisationsstrategie passen muss und vor allem in unserem Fall auch in die Fundraising-Strategie. Das heißt, die Hauptaufgabe von BI ist eigentlich, die Fundraising-Strategie zu unterstützen und auch unsere Bereichsverantwortlichen in ihren Entscheidungen zu befähigen, mit den richtigen Informationen auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Genau, jetzt wird es noch detaillierter. das Vorgehen hat uns gefallen, weil wir zum einen eine Dachstrategie entwickelt haben mit IT-Logics,
aber auch sichtbar ist, es gibt auch Teilstrategien. Also auch das BI-Tool haben wir später evaluiert oder den ganzen Prozess sind wir gegangen, indem wir eine Teilstrategie entworfen haben. Und man sieht ja auch nochmal die gute Unterteilung in Organisation und Prozesse, ins Thema Integration, Delivery und Publication. Und was uns sehr gut gefallen hat hier, ist nicht nur nach den Zielen zu fragen und die zu definieren, sondern auch gewisse Prinzipien, die uns wieder Leitplanken gegeben haben. Also ein ganz simples Prinzip nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten BI zu betreiben, Kosten, Nutzen immer wieder zu hinterfragen von den Projekten, die wir haben. Die Fehlerbehebung sicherzustellen in den Quellsystemen und nicht im BI-Tool zum Beispiel oder auch ein agiles Vorgehen. Alles so kleine Dinge, die uns sehr geholfen haben am Schluss. Und dann als letzte Folie, die ich mir rausgepickt habe aus dieser Strategieentwicklung, ist die BI-Servicegruppen, das Diagramm, das wir hier haben, wo wir jetzt auf der einen Seite die Servicegruppen abgebildet haben, in Standard-Reports, in Dashboards, Ad-Hoc-Reports, aber auch Data Science und zum anderen auch die Usergruppen abgebildet haben und für uns definiert haben, wo wollen wir uns hauptsächlich bewegen. Das ist hier in diesem Bereich. Für uns auch eine Grenze definiert haben und gesagt haben, okay, das ist der Bereich, wo wir dann gerne auf Externe zurückgreifen, wie zum Beispiel Sotiris Demopoulos. Genau, und dann haben wir noch aus dem Ganzen probiert, eine Roadmap zu entwerfen und das flach zu klopfen über die nächsten Jahre und definiert, wann wir welchen Schritt gehen wollen. Jetzt sind ein paar Sachen nicht drauf, die für uns auch sehr wichtig waren. Zum Beispiel das Thema eines Notationskonzepts, also im ganzen Reporting, das wir machen, in den Dashboards immer wieder einheitliche Farben zu nutzen, immer die gleiche Skalierung zu nutzen, einen BI-Katalog zu erstellen, wo wir unseren Usern auf einfache Art und Weise wie in einem IKEA-Katalog eigentlich aufzeigen, was haben wir alles schon für Reports und für Statistiken, damit sie sich auch dort schnell zurechtfinden. Und auch so ein Thema wie Historisierung, das wir angehen, um zu schauen, welche Daten lohnt sich zu historisieren und welche nicht. Das sind für uns ganz viele kleine Eckpunkte. Das Spannende ist, hätten wir ITLogix nicht mit ins Boot genommen, hätten wir, glaube ich, nie so umfassend das alles abgebildet. Und schön ist auch immer wieder zu sehen, auf diesem Weg, auf dem wir unterwegs sind, poppen plötzlich Themen auf, von denen wir merken, die haben wir mal definiert und jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, die anzugehen, ohne dass wir es manchmal so sehr pushen, aber einfach man merkt, da ist viel Wissen mit reingeflossen in das Ganze. Und damit bin ich schon, was die BI-Strategie angeht, bei meinem Fazit, was hat sie uns gebracht? Also zum einen einen großen Know-how-Transfer, wo wir sehr viel Wissen abziehen konnten, ein Weitblick durch ein konzeptionelles Vorgehen, also recht breit, das habe ich probiert, ein bisschen mit den Folien abzudecken, auch wenn ich jetzt nicht tiefer reingehen konnte. Und das Ganze dann aber auch zu konkretisieren mit einer Roadmap und genau, was für uns speziell war, ich glaube auch für ITLogix, dass wir eine Non-Profit sind und dass wir viele Mechanismen ähnlich sind und doch unterschiedlich und dass wir dort in einem guten Austausch waren, in einem guten Ringen auch miteinander, um da passende Lösungen für uns zu finden. Das bringt mich auch zu den Challenges. Das war immer so wieder das Problem, die Herausforderung, dass wir jetzt als Fundraising 10 Leute haben und dass wir ein gewisses Potenzial haben, als Gesamtorganisation BI zu nutzen, umfassend. Aber wir es auch immer wieder runterbrechen mussten und sagen, okay, das ist jetzt spannend, wäre spannend, das auch noch zu haben, aber nicht relevant für uns, das auch noch abzudecken, zumindest heute nicht. Und damit dann auch intern natürlich die Sachen, die wir lernen, zu leben und zu kommunizieren, die anderen im Team mitzunehmen, auf diesem neuen, für uns neuen Weg, der noch sehr frisch ist. Genau. Das ist so viel zur Strategie. Dann das zweite Projekt, das wir mit ITLogix umgesetzt haben, ist, dass wir ein BI-Tool für uns gesucht haben, ein passendes. Wir haben es auch relativ früh mit ins Boot genommen, weil wir jetzt zwar eine IT haben, die aber recht busy ist momentan mit einem ERP-Projekt, gesagt haben, okay, dann müssen wir uns das einkaufen. Und das ist auch nochmal ganz grob das Vorgehen. Wir haben am Anfang unsere Anforderungen definiert, also was sind die Anforderungen an das BI-Tool. Wir haben eine Longlist erstellt, aus der haben wir eine Shortlist erstellt,
Wir haben Proof of Concept gemacht mit drei Anbietern am Schluss und uns entschieden für ein Tool, mit dem wir heute sehr happy sind. Genau, zu der Auswahl hier auch ein kurzes Slide, wie wir vorgegangen sind mit IT-Logix, was wieder sehr systematisch ist und für uns hilfreich zu fragen, okay, was sind überhaupt all die BI-Frontends, die vorhanden sind auf dem Markt, das abzugleichen mit unseren Anforderungen, okay, was ist in Scope, was ist out of Scope von dem Ganzen. Das wäre Schritt 3, dann zu schauen, was deckt unsere Anforderungen am besten ab, welches Tool. Und je nachdem zu schauen, wenn das Tool nicht alle Anforderungen abdeckt, welches Tool deckt die restlichen Anforderungen am besten ab. Ich muss ehrlich sagen, wir sind nie so weit gekommen. Uns hat Schritt 3 gereicht. Genau, dann sind wir noch dorthin gegangen, dass wir für die Auswahl auch die Bark-Studie genommen haben zu den BI-Tools und auch die Forrester Wave, um zu schauen, okay, hat das Tool eine gewisse Reife und auch eine gewisse Breite, die wir benötigen. Und was halt für uns noch als nächstes wichtig war, war, dass wir einen Dienstleister haben, der vor Ort ist und der nicht irgendwo ist. Also ich hatte bei dem Proof of Concept hatte ich am Schluss drei eben Anbieter drin und der eine hat sich dann aus Berlin gemeldet. Da musste ich sagen, das ist mir zu weit weg. Wir haben dann noch einen Pendant gefunden in der Schweiz beim Proof of Concept. Genau, zu dem Zeitpunkt haben wir 6 Anbieter gehabt zur Auswahl. Und IT-Logix hat uns dann eine Shortlist erstellt, beziehungsweise ein Picturebook. Das habe ich auch sehr hilfreich gefunden, mit einfachen Printscreens zu schauen, okay, welche von diesen Service-Anforderungen werden wie abgedeckt. Das ist zum Beispiel von Microsoft, Reportings, Dashboarding etc. Power BI ist auch mit drin in dieser Liste. Und von dem ausgehend haben wir das Ganze dann auf 3 Anbieter reduzieren können. Das waren, kann ich sagen, Tableau, Microsoft und Qlik. Jetzt ist das sehr Spezielle für IT-Logix gewesen, dass sie zum einen als unabhängiger beratender Dienstleister mit im Boot waren, aber zum anderen natürlich dann auch durch Microsoft und Power BI in die engere Auswahl gekommen sind und gleichzeitig auch offeriert haben. Und ich finde, das haben sie sehr gut gemacht. Wir haben das dann vertraglich geregelt. Also die 2, 3 Personen haben intern nicht mehr miteinander reden dürfen über die Heizer mehr als Projekt. Und haben das super auseinandergehalten. Ich kann hier dazu sagen, wir sind am Schluss nicht bei Power BI gelandet. Oder darf es nicht dazu sagen, ich mache es trotzdem. Was für mich aber dann auch ein Zeichen war von der unabhängigen Beratung und wirklich ein Plus, das wir hatten mit IT-Logix. Ein schönes Nebenprodukt war für uns das Notationskonzept. Da habe ich einfach mal eine Slide eingeschoben. Das ist nach IBCS und Hichert, sagt Ihnen vielleicht was, wo es darum geht, ein einheitliches Layouting zu haben. Die Farben haben immer die gleiche Bedeutung, egal wo sie genutzt werden, ob das in Excel ist, ob das in einem BI-Tool ist. Das war Teil von der Strategieentwicklung und hier ist es dann eben aufgepoppt, wo wir gesagt haben, okay, lasst uns das angehen, lasst uns das gleich definieren. Es gibt ganz tolle Templates, die man beziehen kann von Hichert diesbezüglich, die super detailliert sind, wo wir dann auch irgendwann sagen mussten, so viel brauchen wir gar nicht, so viel Detail. Aber für uns diese Top 10 abzubilden, ist schon mal ein riesen Dazugewinn. Und unser BI-Tool funktioniert heute so, dass wir hier sind ein paar wichtige Management-Kennzahlen drauf, dass wir wirklich so arbeiten. Also zum Beispiel schwarz ist immer das aktuelle Jahr, das weiß bedeutet das Budgetierte, grau wäre das Vorjahr. Und das Tolle ist jetzt für uns, durch dieses professionelle Vorgehen mit IT-Logix haben wir auf Sachen geachtet wie die Kommentierbarkeit, also jede Statistik hat bei uns heute eine Botschaft mit dabei, wo egal wer in das Tool reingeht, sofort sieht, was der Bereichsverantwortliche zum Beispiel jetzt hier auf Management-Ebene kommentiert hat, was die wichtigsten Aussagen sind. Und dann kann man auch noch detaillierter wirklich Infos geben zu einzelnen Zahlen, die markieren in dem Diagramm oder in dem Report, was super ist. Und hier genau das Gleiche. Das ist eine immer wiederkehrende Aktion bei uns.
Welches Tool benutzt ihr? Click? Click, ja. Das macht dann Beep nachher, ja, auf dem im Internet. Genau, und das ist ein Add-in, das wir dort noch dazugenommen haben. Und für uns ist es toll, weil früher jeder Bereichsverantwortliche sich aus der Datenbank die Reports gezogen hat und dann je nachdem noch in Excel aufbereitet hat oder von Anfang an das Ganze in Excel hatte. Und wenn man dann eine Aktion hat, so zwei Jahre später die Aktion wieder versucht zu vergleichen, wie wir es jetzt gemacht haben, merkt, irgendwie ist da ein Peak gewesen vor zwei Jahren oder wir haben besonders wenig Geld reinbekommen, ist es immer mühsam gewesen, dann ist man zurück in der Ordnerstruktur, ist dort irgendwo suchen gegangen, ob man noch eine Information von damals findet, und viele Informationen sind einfach verloren gegangen, und heute ist wirklich, haben wir One Point of Truth, wo jeder seine Daten abgelegt hat, bloß kommentiert hat, und das ist sehr einfach nachvollziehbar und eine große Entlastung für unsere Bereichsverantwortlichen, was letztendlich auch das Ziel ist von BI. Genau, was ist unser Fazit hier? Wieder ein großer Know-how-Transfer, wo wir profitieren konnten von IT-Logics, wieder vom konzeptionellen Vorgehen. Das Notationskonzept hat uns extrem geholfen. Hier auch eine Einheitlichkeit reinzubringen, Nachvollziehbarkeit. Und wir konnten auf Seiten IT-Logics auf verschiedene Spezialisten zurückgreifen, was hilfreich war. Challenge sicher für IT-Logics, dieses Zusammenspiel intern oder der Verbot zu kommunizieren miteinander, das habt ihr gut gelöst. Und für uns auch die richtige Flughöhe zu finden und zu sagen, okay, das ist ein gutes Level. Es gibt vieles, das wäre nice to have heute, aber wir müssen es nicht übertreiben, auch wenn wir es sauber aufbauen wollen. So, das war die Vorspeise. Jetzt kommt der Hauptgang mit den Spenderprofilen. Das ist ein Projekt, das wir letztes Jahr angefangen haben. Es ging eigentlich oder geht darum, diesen Datenberg oder Bergchen, je nachdem, das ich am Anfang gezeigt habe, das wirklich zu nutzen, auch in der Spenderkommunikation und klare Profile zu haben von unseren Spendern, auf die wir dann unsere Donor Journeys, also Customer Journeys, abstützen können, um effizienter mit dem Spender zu kommunizieren und letztendlich auch Marketingbudget einzusparen. Wir haben 2005 ungefähr das Bild gehabt, one size fits all. Das heißt, egal wer der Spender war, was für eine Zielgruppe, ob privat oder Firma, egal wie viel er gespendet hat, er hat das Gleiche gekriegt wie alle anderen. Dann haben wir angefangen, die aufzuteilen, im Grunde nach RFM-Kriterien, also Recency, Frequency, Monetary Value, wie oft hat er gespendet, wie viel hat er gespendet, wann hat er das letzte Mal gespendet. Und für uns einen Premium-Donor-Bereich eingeführt, also unsere A-Kunden sozusagen, die wir anders angegangen sind, ab dann aber gemerkt haben, eigentlich kommen wir an unsere Grenzen. Und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, dann schreit alles nach Individualisierung, auch mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, mit den Daten, die wir haben. Und vor dem Bild standen wir und die Frage war, okay, was machen wir jetzt damit? Wie kriegen wir hin, das gut zu nutzen? Wir haben neben den Stammdaten unserer Spender, die wir haben, haben wir auch sehr viele soziodemografische Daten, Transaktions-, Aktionsdaten. Und bei den soziodemografischen hatten wir so Themen wie die Sinusmilieus, die Sie vielleicht kennen. Das sind so psychografische Daten im Grunde über den Spendern, was für eine Wertehaltung hat er, ob das Problem in unserem Bereich ist. Dass im Grunde in jeder Organisation, dass die ziemlich ähnlich aussehen, diese Milieus, die da spenden. Und wir wollten einfach wissen, bevor wir uns da festlegen auf eine Art oder auf eine Definition, was sind denn wirklich die relevanten, die spendenrelevanten Merkmale soziodemografischer Sicht, die hier mit reinspielen. Das ist jetzt das Setup der Analyse. Wir gehen aus von der Theorie, dass eben Individualisierung. Jeder hat seinen Background von unseren Spendern, das heißt, er hat ein gewisses Alter, einen Familienstand, Charity-Status, Sinus-Milieus. Also wir hatten, glaube ich, 10 bis 15 soziodemografische Daten dahinter, die wir haben mit einfließen lassen in diese Analyse.
wenn wir diesen Spender richtig ansprechen, also mit der richtigen Marketingaktion, dann sollte es zum Spenderverhalten führen. Bei der Marketingaktion haben wir dann geschaut, okay, wie ist das Timing, wie sieht der Kanal aus, was sind die Inhalte, die wir kommunizieren, und beim Spenderverhalten sind wir ein bisschen noch detaillierter gewesen, haben geschaut, okay, wie viel hat jemand gespendet, etc. Komme ich gleich dazu im Detail. Genau, wie sieht eine Spende bei uns aus? Wir haben jetzt hier ein Beispiel von Spendern, die über die letzten 5 Jahre 2.500 Franken gespendet haben. Da sehen wir hier einen Spender, der hat, kurz zur Erklärung, das sind jetzt hier die Zeitleiste sozusagen, die über die letzten 5 Jahre, das ist der Spendenbetrag, den er gespendet hat, und der Punkt besagt immer, er hat gespendet. Und das ist die Spendenhöhe dann, genau. Also hier 200 Franken, dann 600 Franken und so weiter. Das heißt, viele unterschiedlich hohe Spenden, um auf 2.500 zu kommen. Der nächste Spender hat eigentlich ziemlich konstant fast immer das Gleiche gespendet, um auf den gleichen Betrag zu kommen. Der Spender hier, der hat relativ hoch gespendet jeweils. Und das ist ein Spender, der hat einfach einmal sehr hoch gespendet und sonst noch ein paar kleine Beträge, um über 5 Jahre auf diese 2.500 zu kommen. Wenn wir das jetzt aufdröseln würden über alle Spender, dann wäre das Bild natürlich noch viel bunter. Das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen zum Spenderverhalten. Kurz zur Orientierung. Also wir sind jetzt hier mal bei diesem Spenderverhalten-Thema, das ich zuerst durchgehe mit Ihnen. Genau. Das ist jetzt, muss kurz schauen, ja. Das sind 3 Beispiele von 3 Spendern. So unterschiedlich sind sie bei uns. Ein Spender, der über die letzten 5 Jahre 10 Franken gespendet hat. Ein Spender, der 1.000 Franken gespendet hat mit 5 Spenden. Und dann ein Spender, der über 1 Million gespendet hat mit kontinuierlichen Spenden in einem sehr, sehr hohen Bereich. Das ist leider eine Ausnahme, der rechts. Aber genau, was wir jetzt hier gemacht haben mit einem hierarchischen Clustering, haben wir geübt, ist, dass wir die Gruppen unterteilt haben, geschaut haben, okay, was ist aus einer Data-Analyse-Sicht die beste Aufteilung, und man sieht das wie ein Entscheidungsbaum, der eigentlich runtergeht. Die erste Aufteilung wäre hier oben auf dieser Flughöhe, und das haben wir dann runtergebrochen. Genau, das sind die Betragsgruppen. Dann haben wir die Variabilität angeschaut. Also spendet jemand immer den gleichen Betrag, hat er leichte Unterschiede drin. Wir haben das dann auch immer benannt. Also wir haben hier den Low Variability und Medium Variability und High. Das heißt, er hat ziemlich unterschiedlich gespendet, mit der These, dass die Marketingaktionen, die er gesehen hat, doch recht relevant sind für die Spende, die er dann macht. Wobei andere ganz konstant sind und vielleicht dann auch einen Dauerauftrag haben bei uns und deshalb so konstant sind. Dann haben wir uns die Frequenz angeschaut und haben gesehen, wir haben Spender, die sehr, sehr viel spenden, also mehr als 4-5 Mal im Jahr, andere, die zwischen 2-mal, 3-mal im Jahr spenden, und dann solche, die nur Maximum oder ein halbes Mal im Jahr spenden, sozusagen, also über die letzten 2 Jahre einmal in dem Fall. Und haben die auch benannt für uns und Gruppierungen gebildet. Dann haben wir die Periodizität schwierig, angeschaut und gemerkt, wir haben also Spender, die konstant quartalsweise spenden oder konstant an Weihnachten spenden. Wir haben solche, die ein bisschen abwechseln, und wir haben andere, bei denen man die aperiodisch sind. Also die haben keine Periodik drin in ihrem Spenderverhalten. Dann, und das ist für uns sehr spannend gewesen, haben wir den Trend angeguckt, gerade für das ganze Thema Churn, also auch Reaktivierung von Spendern rechtzeitig, weil der Prozess, den wir hier hatten, relativ steif war bisher. Also haben wir hier geschaut, hier haben wir einen Spender, ein Beispiel, der ist abnehmend in seinem Spendertrend, oder beide sind abnehmend, der eine in der Frequenz, in der er spendet, und der andere in der Spendenhöhe, die er spendet. Was für uns eben spannend ist, weil wir über alle bisher einen Prozess hatten. Das heißt, wenn jemand über eine Weile nicht gespendet hat, wurde er nach 1,5 oder 2 Jahren speziell kontaktiert, um ihn zurückzugewinnen mit dem Telefon als Reaktivierungstool. Wir haben aber nie berücksichtigt, wie das Spendenverhalten vorher war. Also ob jemand jetzt 10-mal im Jahr gespendet hat oder 1-mal im Jahr, wir haben sie gleich behandelt. Und der Trend
gibt uns da schon Möglichkeiten. Wir sind dann noch einen Schritt weiter gegangen mit IT Logics, dass wir in Predictions reingegangen sind, Predictive Analytics. Und ich glaube, 4 Stati haben wir definiert. Also ein Spender, der spendet, hat nach Seattle die letzte Spende gemacht, ist zuerst mal im Status nach der letzten Spende von not delayed. Also er ist noch im normalen Rhythmus, den er hat. Es ist alles gut. Wenn er jetzt aber, wir haben einen Spender, mit dem wir es durchgespielt haben, weiter nicht spendet, kommt er zuerst in dem Status normal delayed, so das ist der nächste Schritt. Das ist sozusagen noch so der Puffer, der noch okay ist, aber dann sollte er eigentlich spenden. Und wenn er es nicht macht, dann ist er delayed. Und wenn er es dann weiterhin nicht macht, dann geht es towards Jern. Und das sind für uns 3 Stufen, die wir vorher so nicht hatten, wo wir natürlich heute viel früher reagieren können, aufgrund von den Aussagen, die wir haben aus der Analyse. Wir müssen natürlich gucken, was das heißt. Also melden wir uns am nächsten Tag schon beim Spender und sagen, ey, Entschuldigung, du hast gestern nicht gespendet, aber hättest sollen. Kommt sicherlich nicht so gut an, von dem her, aber dort sind wir noch ein bisschen rausfinden, wann macht es Sinn, sich zu melden, um dem Spender zu zeigen, hey, wir haben gemerkt, du spendest nicht mehr, die Beziehung ist uns wichtig, komm doch wieder zurück und oder spende doch wieder, ohne dass wir zu aufdringlich werden. Sicher eine von den Herausforderungen, die wir haben. Wen es interessiert, was genau alles dahinter gelaufen ist, empfehle ich eben zu Sotiris Dimopoulos zu gehen später in der nächsten Session nach dem Mittagessen. Der wird da noch detaillierte Auskunft geben können. Was wir am Schluss hatten, ist eine Tabelle, die recht simpel ist eigentlich. Wir haben von jedem Spender über 20 Merkmale basierend auf dieser Analyse, was uns gewisse Spielmöglichkeiten gibt, selber die Spender besser kennenzulernen auf einfache Art und Weise, aber natürlich auch sehr viele Möglichkeiten, unser Marketing zu steuern aufgrund von dem Spenderverhalten. Wichtig ist dann, dass man es noch auf eine gute Flughöhe runterbrechen kann, die auch noch bearbeitbar ist. Und wir haben letztendlich jetzt heute 6 Gruppen, mit denen wir arbeiten bzw. arbeiten wollen. Also wir sind noch an der Umsetzung des ganzen Projekts und die unterteilen sich eigentlich nach Spendenhöhe und nach gewissen Faktoren wie die Frequenz und die Periodizität und geben uns eine gute Möglichkeit, das Ganze zu steuern. Genau, so viel mal zu den Gruppierungen, die wir für uns gefunden haben. Dann haben sie in dieses Thema Soziodemografie reingegangen, von dem ich mir persönlich sehr viel erhofft hatte. Haben mal alles eingespießen in die Analyse und gemerkt, die demografischen Merkmale, die wirklich relevant sind für das Spendenverhalten, die sind relativ wenig. Ich sage jetzt nicht viel mehr dazu. Aber es war erstaunlich wenig für uns. Wir haben auch gemerkt, für die Gruppierung selber, um unsere Spender zu gruppieren, ein möglichst homogene in sich, aber also auch heterogenen Gruppen gegenüber den anderen, ist es nicht sinnvoll, das Ganze. Wo es nützlich ist, und das ist der Outcome von dieser Analyse, ist in der Akquisition. Also da macht es noch großen Sinn, mit denen zu arbeiten. Wir haben jetzt in der letzten Weihnachtskampagne auch eine Akquisition betrieben mit Mailings adressiert und haben vorher ein Scoring durchgeführt aufgrund von den Ergebnissen und haben bessere Ergebnisse erzielt, als wir zuerst, mit denen wir gerechnet haben oder die uns das Modell vorhergesagt hat, was für uns super ist. Akquisition ja, Gruppierungen nein. Und dann kommen wir noch zu dem letzten Teil der Analyse und das war die Direct Marketing Aktion nochmal unter die Lupe zu nehmen. Und da gehen wir davon aus, Marketingwissen, es geht darum, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, mit den richtigen Inhalten. Und dementsprechend haben wir die 3 Faktoren unter die Lupe genommen. Bei den Inhalten sind wir so weit gegangen, dass wir die ganzen Metadaten abgebildet haben. Also wir haben ein Mailing genommen, also einen Brief, den wir verschicken, um Spender zu gewinnen und haben abgebildet vom Kuvert. Also wie kommt es, wie ist so die erste Berührung mit dem Mailing, wie sieht's aus, wie ist die Haptik, über was für eine Geschichte erzählen wir, mit was für Bildern, was für eine Tonalität, bis hin zu einem Giveaway, also haben wir ein Incentive dabei oder nicht.
haben wir alles abgebildet. Super spannend gewesen, viel Aufwand. Sotiris lacht nur. mit diesem Ergebnis, wenn wir alles angucken, dass der Inhalt nicht irrelevant ist, aber momentan, wenn wir es betrachten im Sinn von Optimierung unserer jetzigen Direct-Marketing-Aktionen, doch relativ niedrig einzuordnen ist, das ganz, ganz viel mit dem Timing zu tun hat. Deswegen auch diese ganzen Verhaltensanalysen, die uns jetzt auch auf Aufschluss geben, wann kommunizieren wir am besten, mit welchem Spender, in welchem Rhythmus. Das ist hier dann der Kanal, den wir genutzt haben, der auch noch eine Relevanz von 30% hat in dem Ganzen. Das Positive, was wir hier rausziehen, ist, dass wir recht gute Inhalte haben, die wir kommunizieren können. Und wir werden das sicher beibehalten. Man sieht sogar Unterschiede bei den Sinusmilieus, dass gewisse Geschichten in gewissen Segmenten besser ankommen. Aber es lohnt sich nicht, diesen Aufwand zu betreiben, um dort noch mehr Spenden gewinnen zu wollen, weil man letztendlich auch genauso viel zahlt für diesen Aufwand. Ja, jetzt die Frage und jetzt. Bei uns, das ist nochmal das Ergebnis kurz zusammengefasst, Soziodemografie, sehr wichtig für uns für die Akquisition, auch weiterhin. Die Marketingaktion anzuschauen, gibt uns ein Gefühl für die Gewichtung und auch für die Mechanismen, die wir brauchen, um erfolgreich unterwegs zu sein. Und wir haben diese Gruppierung, die wir gebildet haben, auf die wir jetzt auch unsere Donut Journeys abbilden und auch monatlich überprüfen, hat jemand die Gruppierung geändert, ändert sich die Kommunikation mit ihm. Genau, kommen gleich noch zu einer Folie diesbezüglich, was das für uns heißt am finanziellen Mehrwert. Habe ich nicht in Zahlen abgebildet, aber sicherlich, was ich schon gesagt habe, in der Akquisition sind wir erfolgreicher durch das verbesserte Scoring, das wir haben in dem Modell. Unsere Kundenbindung werden wir optimieren, das heißt, wir können unsere Kommunikation auf das Verhalten abstimmen und sind sicherlich auch effizient, vor allem in dem Bereich, wo wir heute noch zu viel Geld ausgeben und eigentlich wissen, aufgrund vom Spendenverhalten, die werden jetzt nicht unbedingt mehr spenden, als sie bisher gemacht haben. Und für uns auch sehr wichtig, schnelle Reaktionsmöglichkeiten bzw. Reaktivierungsmöglichkeiten durch die ganze Predictive-Geschichte, die wir dahinter haben. Vor allem auch in den rentableren Segmenten werden wir da unterwegs sein. Was es für uns auch heißt, ein neues Modell einzuführen. Das ist relativ umfangreich. Also wir im Grunde das Ganze automatisiert haben werden in der Cloud. Und das greift dann auf unsere Datenbank zurück. Das heißt, es muss hin und her gespielt werden können, die Ergebnisse. Und steuert dann letztendlich auch unser Direct Marketing. Ein großer Mehrwert, den wir hier drin sehen, ist, dass es ganz viel vereinfacht wieder. Also genauso wie das BI-Tool. Unseren Bereichsverantwortlichen wirklich hilft, auf das Wesentliche zu fokussieren, nicht noch lange suchen zu müssen, sondern wirklich das, was sie suchen, an einer Stelle zu finden und die Entscheidung zu treffen, ist auch hier vieles, wo sie heute noch Selektionen vorbereiten müssen, sich überlegen müssen, läuft automatisch in Zukunft, was wieder Zeit hoffentlich lässt für Innovation und für Weiterentwicklung bei uns. Hier noch das Fazit. Wir nehmen wieder das Know-how mit. Ich hätte fast eine Folie machen können fürs Fazit. Das Know-how von IT Logics, ganz viel Begeisterung bei Sotiris für sein Thema. Und was er mitbringt, ist eine großartige Fähigkeit, Komplexität ganz einfach darzustellen, sodass man als BI-Rookie auch noch weiterhin mit im Boot ist oder mitziehen kann in dem Ganzen. So spannend, dieses gemeinsame Lernen auch. Als Non-Profit den Bereich zu entdecken und uns zu erarbeiten und braucht natürlich auch auf eurer Seite eine Diskussionsbereitschaft, weil es für euch auch neu war. Genau, uns hat sehr geholfen, das Thema sprachfähig zu machen im Team, also auch mit diesen Gruppen zu wissen, wir haben diese Gruppierung, die haben da noch Namen bei uns, nicht nur 4a und 4b und 4c. Und wir wissen, über was wir reden und was die für ein Kauf- bzw. Spenderverhalten haben. Und das tun wir aufgrund von klaren Fakten und eben diese Vereinfachung, die ich schon angesprochen habe. Challenges, die wir haben jetzt auch momentan noch, ist die ganze Operationalisierung, auch das Automatisieren, der Abgleich mit der Datenbank.
ist für uns neu und auch natürlich die optimalen Gruppierungen zu finden. Und da werden wir uns weiter rantesten und durchtesten und sehen, verhebt das oder nicht in der Zukunft. Aber wir sind sehr zuversichtlich. Genau, und das bringt uns zu diesem Punkt. Das muss das Ziel sein für uns, dass wir effizienter sind, dass wir mehr Spender haben, die begeistert sind von diesem, von dieser Organisation, von der Heilsarmee, die für Menschen da ist, die den Boden unter den Füßen verloren haben, dass wir letztendlich weniger Marketingbudget brauchen und mehr in diese wichtige Arbeit stecken können.